Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße mal wieder. Ich eröffne heute das Video mit ein paar Worten, die quasi ein bisschen freudig sein sollen nach dem 2:0-Erfolg in Osnabrück. Da sind mir wirklich einige Steine vom Herzen gefallen. Und nach dem 2:0-Sieg in Osnabrück habe ich mir so gedacht, jo, endlich mal ein Sieg für uns. Und dementsprechend war ich sehr erleichtert nach dem Tag. Mich darüber sehr gefreut, auch für die Mannschaft, für den Verein an sich, für das gesamte Umfeld war dieser Sieg eine Befreiung. Und ich denke mir, wenn wir diese Richtung festhalten können, wenn wir diese Momente stabilisieren können, wenn wir gucken, wie können wir von außen mitwirken, dass wir gemeinsam diesen Weg weitergehen und einfach schauen, wie können wir Fans unseren Beitrag leisten, wie können wir der Mannschaft helfen, dass sie eben jene Siege einfährt, die wir brauchen für den Klassenerhalt, ohne Frage. Aber man kann auch mal Wertschätzung zeigen und ja, durchatmen und nicht mehr die Luft anhalten, sondern ganz einfach schauen, dass man diesen Moment nutzt, darauf noch, was heißt noch mehr, aber zielstrebiger daran arbeitet, sich mehr zu fokussieren, mehr dran zu bleiben, empathischer an den Baustellen nachzusetzen, vielleicht so ein bisschen in die Räume noch mehr tiefer zu gehen und damit die Mannschaft als komplexes Gefüge noch ein bisschen mehr variabler und flexibler werden kann. Damit wir eben auch mal Grund zur großen Freude haben. Vielleicht gibt es ja noch größere Siege als Hertha BSC. Das wäre natürlich wünschenswert. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt gegen HSV Punkt gemacht. Gegen Schalke einen Punkt geholt, das sind schon Ergebnisse, wo man vielleicht sagen kann, eventuell hätte da noch mehr bei rauskommen können. Ich sehe es immer so ergebnisbezogen, beziehungsweise leistungsmäßig doch so ein bisschen. Ich finde immer, auf der einen Seite wird immer so gesagt, ja, wir müssen Leistung zeigen. Mir fehlt so ein bisschen nicht Bereitschaft, alles zu geben, aber so ein bisschen die Fingerspitzenmentalität noch. Man merkt, wie viele Spiele wir wieder verloren haben. So, das ist wie so ein Flashback für mich immer. Wenn man verliert, dann verhält man alte Muster, alte Gedanken, alte Emotionen und eigentlich muss das gar nicht sein, wenn man dranbleibt und den Faden nicht immer leichtfertig ergibt. Natürlich kann man sagen, dass wir eventuell gegen Hansa ja,
nicht so breit aufspielen können wie vielleicht in Osnabrück. Ich denke, Hansa hat auch durchaus Mentalität und Courage, die sie mitbringen. Ich denke, Hansa Rostock ist eine Mannschaft, die sehr versiv und kursiv auftritt. Sie setzt immer die Flügel in Szene, genau wie wir eigentlich. Das ist so eine Patt-Patt-Situation. Da wird es oft abgehen. Ich denke, wenn wir versuchen, hinten länger die Lücken zu schließen und die Räume breiter zu machen, wenn wir gucken, dass wir vorne auf der gegenüberliegenden Seite uns gut in Szene setzen können, dann geht sicherlich auch gegen Hansa Rostock was, wie viel und in welcher Form das in Erscheinung tritt. Das ist natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt beschrieben und belegt. Aber ich möchte verdeutlichen, wenn wir den Klassenerhalt näher kommen, dann gibt es gegen Rostock ja auch quasi keine, will nicht so hart klingen und sagen, Ausreden. Das klingt immer so höhnisch und spöttisch, aber ich meine, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen gewinnen oder was punktemäßig machen, dann müssen wir gucken, dass wir auch die Mannschaftsteile so basteln, dass wir die Mitspieler gut erreichen, dass beispielsweise bei ruhenden Bällen, wie von der Freistoß von Heuser, der astrein war, ja, einfach solche Situationen mehr generieren. Vielleicht, wenn man mehr Freistöße rausholt, wenn man mehr aus der Ruhe in die Kraft kommt und dann kann ich mir vorstellen, dass auch gegen Hansa durchaus ein gutes weiteres Ziel vor Augen geführt werden kann. Und ich meine, natürlich ist Rostock kein leichtes Ding, was man einfach so im Vorbeigehen mitnimmt. Schön wär's. Aber ich glaube persönlich, dass das ein bisschen anspruchsvoller wird als Osnabrück. Was ich jetzt nicht sagen will, dass Osna eine minderwertigere Qualität hätte, was ja nicht der Realität entspricht. Aber immerhin Fakt ist, sie haben gewonnen bei denen im Aufsteigerduell und wo dort ja quasi der HSV verloren hat. Und in der Relation muss man dann wieder sagen, eigentlich gutes Spiel von uns. Denn wer ging, vielleicht hat ja der Trainer auch das HSV-Spitzen zum Anschau veranschaulichen genommen, um uns darauf intensiv vorzubereiten, kann ich mir gut vorstellen, weil das war ja von der Veranlagung her ähnliche Partie, nur da hatte Osnabrück die guten Karten in der letzten Partie wir. Und ja, so sind die Vorzeichen. Ich denke, wenn Potain wieder fit ist und einsatzfähig, dann wird unsere Wuchtigkeit nochmal am Ende nochmal größer. Wird das Ganze nach vorne nochmal ein bisschen ausgelöst und unter Druck gestellt. Finde immer, dass wir auf der einen Seite eigentlich einen guten Kader haben dieses Jahr, der mithalten kann. Natürlich gibt es immer so Zweifelmomente, wo man sehr daran zweifelt. Aber im Grunde genommen müssen wir einfach mal einsehen,
dass wir mehr Vertrauen brauchen in uns selbst, in die Mannschaft, damit wir die nächsten 3 Punkte holen können. Natürlich ist so mein Zweifel immer da, in den Rückstand geraten, wie wir wollen, wie dann reagieren. Und da stellt sich mir nur die Frage, was bringt eine Mannschaft mehr außer Acht und Tritt, wenn es nicht das eigene limitierte Spiel ist? Und wenn du im Rückstand hinterherläufst, da frage ich mich immer so, ja, muss der Rückstand wirklich so ein Brett sein? Muss man immer hinterherlaufen, wenn du in den Rückstand gehst? Natürlich, keine Frage. Aber warum holt man sich nicht per Offensiv Stärke das, was einem quasi Kraft und Mut gibt? Das ist immer so ein Ding der Besprechung und meiner Auffassung, wo ich mir denke, auf der einen Seite muss ja oder soll das Spiel gewonnen werden, und wenn wir immer uns überrumpeln lassen oder auch häufig, ich will ja nicht mich jetzt grundlos in irgendwelche Situationen sorglos machen oder reinstecken. Ich oder man soll, man möchte ja die nächsten 3 Punkte einfahren. Und das kann nur funktionieren. Oder was rede ich da schon wieder? Ich bin schon wieder so in Rage im Sprachtempus. Nein, Spaß beiseite, mal ernst, Tacheles. Ich finde immer, dass wir leistungsmäßig bewertet werden wollen, aber wenn die Ergebnisse dann schlecht sind und wir wieder verloren haben, dann ist alles immer schlecht. Und ich frage mich immer so, ist das wirklich so oder bildet man sich das hier oben nur ein, dass alles schlecht ist? Und ich finde, manche Fans übertreiben immer so, ja, wir haben verloren. Aber der. Und dieses ganze Gelaber. Und ich finde immer, ja, man darf traurig sein, das macht das Fansein auch aus. Nicht das Traurigsein, sondern das Mitfiebern. Aber man muss auch realistisch bleiben und der Realität mit beiden Augen in die Augen sehen. Du kannst dich sagen, auf der einen Seite bin ich nicht Fan, auf der anderen Seite sagst du, yo, komm, geh nach Hause und so weiter und so fort. Wir müssen sachlich bleiben bei der ganzen Analytik und respektvoll. Und ja, ne. Alles andere kann man dem Fußballgott überlassen. Und mehr gibt's quasi hier heute, jetzt und da auch nicht zu sagen. So, Freunde. Ne? In Wiesbaden gegen Hansa Rostock am Wochenende in Wiesbaden und Heimspielzeit. Wir drücken die Daumen für die Mannschaft, für den Trainer, fürs Umfeld, für den nächsten gelungenen Nachmittag in Wiesbaden und Glück. Ach, jetzt rede ich fast schon blau-weiß, aber was sollet? Köln. Ne, Freunde. Köln will ich ja auch nicht so, aber was manchmal kommt dann mir doch ein bisschen der Kölner aus.
ist immer noch Jojo und hat das Marianne gefangen. Denn wenn eine Trommel geht, ist es noch nicht so spät. Aber ich schweife gerade wieder ab vom Thema, Freunde. Hier geht es ja um einen ganz anderen Verein. So, Freunde, das war heute mein Video, mein Vorschauvideo für HRO. Macht alle froh und unseren ehemaligen St Grüße übrigens an unseren ehemaligen Stammtorwart. Ich glaube, der ist da immer noch tätig, beruflich. Markus Kolke, oder wie man das auch mal spricht, oder Kolke. Und der hat ja jahrelang für uns den Kasten gesäubert und gehütet. Und ich hoffe, dass wir besser sein werden als. Aber möge der Bessere gewinnen und Brot und Spiele für die Welt. Also, Freunde, lassen wir uns überraschen, was am Samstag passiert. Und ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. Also, gut's Nächtle und schlaft gut. Aber bitte nicht einschlafen am Samstag oder am Wochenende, gell? Erst die Arbeit, dann die Pflicht. Also, machet gut, alle Schwarz-Roten und süße Träume. Also, macht die Kiste jetzt aus und geht ins Bettchen. Ist schon spät heute.